Servus und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Der Mauer von Aeon ist am Start, wir sind gerade am Stream und wir hatten letztens im Stream was gesagt, was wir heute umsetzen müssen. Ihr seht es ja auch schon im Titel, wir machen heute die kasachische Granate. Ein Setup, das ein bisschen stark sein soll. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es merken und deswegen würde ich sagen, rein in die Masse, wir bauen das Ding mal. Wir haben uns eben ein paar YouTube-Videos angeguckt. Wir haben jetzt so eine grobe Vorstellung, wie man das machen sollte. Ich bin echt mega gespannt. Und ganz wichtig, wenn wir das machen, dann lassen wir uns nicht lumpen, dann machen wir es richtig und deswegen nehmen wir den stärksten Tabak, den ich gerade da habe und das ist Tengius Burly Line, der mich allein so schon, ja, der ist, ja, ja, rein in die Masse? Ja, rein in die Masse. Rein in die Masse. Voskurimsia links oder UPG rechts? Abend sagt UPG, Efekan schreibt Voskurimsia, wir warten mal, bis der Chat wieder ausrastet. Ah, ich glaube UPG gewinnt. Ja, von dem, was ich am Anfang sehe, gewinnt UPG. Okay. Ich lass das mal lieber so stehen, bevor ich noch einen runterschmeiß. Ha! No front! Genauso gespannt wie ich. Was? Notfall? Ja, ich komme sofort. Nee, ist kein Problem. Der Mo übernimmt den Stream. So, ich hol schon mal Panzer-Alu. Beschreib mal ein bisschen, was du machst, ne? Ich würde sagen, wir machen den Tabak hier wirklich komplett fluff rein. So, dass überall was ist. Sollen wir in der Mitte auch so ein Loch machen nach unten? Nee, die hat ihn ja so angedrückt. Bau einfach fluffig und fertig, oder? Ja, du hast hier. Ich hol mal noch ein paar laut. Ja, machen wir, drücken wir das Ganze halt nicht an. Ich hab keine Ahnung. Ich war jetzt ein bisschen übermotiviert, aber so sollte das passen. Einfach gucken, dass überall was ist. Schön fluff. Und dann bin ich gespannt. Marvin, Kopf ist fertig. Der Marvin raucht ja dann auch an. Also hab ich da gar kein Problem mit. So. Einfach eine Lage Alu drüber. Das muss ja auch nicht. Kann ich ja jetzt schon spannen eigentlich, ne? Ja, die kannst du ja spannen. Eigentlich egal. Reicht ja. So, ich habe jetzt einen 1er und einen 1 Plus. 1 Plus, oder? Ja, eigentlich schon, aber ich dachte, vielleicht passt der 1er besser. Weil der zieht ja dann nur so vorbei. Ja, stimmt. Der 1er sitzt ja noch ein kleines bisschen mittiger. Ja, komm, dann nehmen wir den 1er. Ja. Ich glaube, das ist eh egal. Ja, der macht ja nicht viel, ne? So. Komm, mach mal hier keine Mann- oder Mauslöcher. Hä? Mal hier Löcher rein. Ich bin so hyped. Machen wir die auch noch ein bisschen größer hier, dass der Herr auch zufrieden ist. Ja, guck mal, das sind auch Löcher, wie es sich gehört. Schön machst du das. Das freut mich. Der hat den auch komplett gelocht, ne? Ja, der hat komplett Lochen gemacht. Wobei die in der Mitte eigentlich auch ein bisschen für den Arsch sind, oder? Weil beim Kalaut kommt der dann eh. Obwohl. Ja, doch. Ah, zack. Müsste außen. Ja, egal, scheiß drauf. Smokeboxy drauf. Und ab geht's. Und nächstes Alufolienblatt. Reicht das von der Größe her? Ja, oder? Sollte den Zweck auf jeden Fall erfüllen. Jetzt weiß ich auch, warum wir das Granate nennen. Es sieht aus, als ob du da unten den Strich, den Dingens rausziehen könntest. Wir hatten hier die Lochen gemacht. Auch komplett. Auch komplett. Heilige Scheiße. Oh, das mir wird schon vom Zuschauen schon. Ich bin jetzt schon ultra nervös. Ich weiß, dass es mich umknallen wird, allein weil ich mir so einen Kopf drum mache. Kennst du das? Ich mache mir viel mehr Stress bei so Sachen, als es letztendlich ist. Vielleicht wird es auch einfach eine Nahtoderfahrung für uns, weil es einfach zu stark ist. Wir werden es nicht los. So, ich würde sagen, das sieht wunderschön aus. Lochung ist, ja, habe schon Schöneres gesehen, aber ready. Also wir haben gerade ein Setup gebaut und zwar haben wir diesen Kopf hier gebaut. Und das ist eine sogenannte kasachische Granate oder Russian Grenade. Das ist ein Kopf,
den wir fluffig mit einem sehr, sehr starken amerikanischen Tabak gebaut haben. Tangiers Burley Line Brambleberry. Dann haben wir Alufolie drüber gemacht, die gelocht, dann ein Kalau drauf, dann nochmal Alufolie drüber und dann nochmal eine Lochung. Und das soll wohl besonders hart kicken, wohl irgendwie gerade wegen dem Kohlenmonoxid. So, ich mach die Kohlen drauf. Du bist hyped, ich bin... Ciao. Vielleicht wird es auch einfach ein Setup, was sich bei uns durchsetzen wird. Und wir rauchen das täglich. Was habt ihr hier für eine Vorhersage gemacht? Wird Marv es ohne zu husten überstehen? Ich glaube, Husten ist gar nicht so das Problem, oder? Boah, was? Sah eigentlich nicht so aus bei den Leuten. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Husten irgendwie das Problem wird. Ja, aber rauchmäßig geht da nicht so viel, ne? Ja, wir müssen dem ganzen Ding auch mal ein bisschen Zeit geben. Das ist richtig. Cheers, Mann. Lass es dir schmecken. Sind wir gleich da? Oh, das ist schon okay. Es drückt. Es drückt ein bisschen, aber... Ich finde, es drückt schon ordentlich. Hier die russische Hymne mal wieder aus. War ein netter Gag, aber passt jetzt auch. Ja, drückt ein bisschen. Drückt schon hart. Oh, ist okay. Dennoch merke ich nichts, keine Ahnung. Ich habe Angst, dass es gleich übertrieben kickt oder so. Acht Würfel? Nee, wir haben 6 Kohlen haben wir drauf. Ja. Bis jetzt kein Husten. Also bis jetzt merke ich nichts. Mein Puls ist runter auf 88. 114. 114, bei dir ja, geht er hoch. Ich habe, glaube ich, immer einen hohen Puls. Ein Husten werde durch. Also angenehm ist auf jeden Fall was anderes. Angenehm ist was anderes, oder? Das ist ein Burley halt. Ich find's schon härter. Ja? Gut, man muss dazu sagen, ich baue Tangents normal auch nicht Fluff, ne? Oh. Ich weiß nicht, ob ich mir gerade einrede, aber ich glaube, ich krieg leichte Kopfschmerzen. Aber ich weiß echt nicht, ob es Einbildung ist. Ich weiß es nicht. Jetzt die Frage. Oscar-Emote. Ich hab's mir tatsächlich krasser vorgestellt. Vom Drücken. War das gerade ein Husten? So. Nee, ich muss mich räuspern. Ja, ich wollte dann was sagen und deswegen habe ich mich kurz geräuspert. Okay. Ich habe nicht gehustet. Wer hustet denn bei Tangiers? Was sagt der Puls? 95, ist wieder ein bisschen. Hör doch auf, Siri, ich rede doch gar nicht mit dir. Mo ist immer noch ein Stück höher. 125. 125 zwischenzeitlich. Nimm mal einen ordentlichen Zug. Digga, mehr geht da nicht. Sollen wir machen, wer länger ziehen kann? Das gewinnst du. Ja, wir lassen das Ganze noch ein bisschen auf uns wirken. Ja. Noch ein bisschen entspannen. Ich würde gerne mal pusten oder so ein bisschen für Durchzug sorgen. Das fuckt mich eigentlich gerade am meisten ab, dass der Durchzug so scheiße ist. Der ist echt komplett beschissen. Ich weiß nicht, wie du dazu reinballern kannst, ne? Es schmeckt auch einfach nicht krass. Ich finde es... Also, mir fehlt da voll der... Echt, ich finde den Tabak gut. Oder Brambleberry. Ich finde, da fehlt was. Also ich merke jetzt, wie es ein bisschen in den Kopf geht. Echt? Ja. Ich merke eigentlich, das schmeckt. Doch, ich merke langsam, dass mein Gesicht so ganz leicht anfängt zu kribbeln. Doch, wirklich jetzt. Keine Einrede, wirklich. Was sind das für Züge? Leute, da ist null Durchzug. Ja, der Durchzug ist echt beschissen. Was sagt dein Puls? Meiner ist immer noch bei 97. 120. Also ich kann fast nicht mehr ziehen. Ne? Echt? Ja. Also ich merke es auf jeden Fall im Kopf. Safe. Ich schmeiß nicht im Kopf. Es ist sogar hinten. Was denn? Ich kann dir sogar sagen, wo die Kopfschmerzen anfangen. Ich find's nicht mehr schön. Wird's krasser, echt? Find schon, ja. Bah. Bin jetzt totgeraucht, oder was? Also, es tut mittlerweile weh in der Lunge. Ja. Also, wenn ich jetzt weiter rauchen würde, würde mir nur noch schlechter werden und mehr Kopfweh kommen, glaube ich. Aber weißt du, was mein größtes Problem mit dem Setup ist? Du willst ja so nicht rauchen. Weißt du, also ein starkes Setup ist ja mal ganz geil, aber so willst du doch nicht rauchen. Nee, allein vom Durchzug her ist das wirklich Mist. Komplett für den Arsch. Marv, bau dir einen neuen Kopf und Mo raucht den fertig. Also ich mache mir auf jeden Fall gleich einen Kopf, aber also du willst den auch nicht weiter rauchen, oder? Aber wir können noch die Challenge machen, wer länger ziehen kann. Digga, wenn du willst, ziehen wir einmal beide, aber die gewinnst du so haushoch. Willst du die Lunge vorbereiten? Vorbereitet. Was sagt der Puls? Warte. Ich habe schon Countdown gemacht. Oha, Mo hat übelst den Ruhepuls. Meiner ist wohl auch ein bisschen runtergegangen.
dass ich mir heute einen Experte mit dazu geholt habe, was harte Sachen angeht. Wait. Also ich zieh mir jetzt meinen Pulli aus und baue mir ein gescheites Köpfchen, ey. Ja, komm, jetzt erstmal ein Bloody Punch, ey. Jetzt erstmal ein Bloody Punch. War ein Erlebnis wert, oder? Ja, aber ich hab's tatsächlich mir schlimme... Ja, er hofft jetzt nicht, aber ich hab's mehr erwartet. Ich glaube, hätte ich jetzt die ganze Zeit durchgezogen und richtig krass geraucht, wär's mir dreckig ergangen. So. Ja. Aber es geht. Also ich hatte zwischenzeitlich wirklich Angst, dass der CS-Stream in Gefahr kommt. Ja, das war unser kleines Experiment mit der kasachischen Granate. Bild, ich fand es ein bisschen schade. Der Kopf war irgendwann so unangenehm zu rauchen, dass du gar nicht zu dem Punkt gekommen bist, wo du sagst, okay, Nikotin oder Kohlenmonoxid kickt so hart. Und was das Beschissenste an dem Setup ist, meiner Meinung nach, so, ja, du kriegst dann irgendwann einen flauen Kopf und so, aber... Wenn du stark rauchen willst, dann gibt es 1000 bessere Wege zu rauchen als so. Definitiv. Also das ist kein Kopf, den du rauchen willst. Der Durchzug war scheiße, es hat kaum gequalmt. Ja, ich hatte auch irgendwann das Gefühl, ich kriege ein bisschen schlechter Luft. Aber weiß nicht, ob das jetzt Einredung war oder so. Also placebo-mäßig, weiß ich nicht. Könnte also, ich jetzt nicht genau sagen. Schmeckt hat's meiner Meinung nach schon. Ja, aber halt super lasch, weil kaum was kam. Ja. Also stell dir mal vor, du hättest jetzt wirklich einen geilen Kopf-Tangis gebaut, dann wäre der Brambleberry auf jeden Fall besser eingesetzt gewesen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, du kannst auch eigentlich Tabak nehmen, wie du willst. Mhm. Ich glaube nicht, dass das viel vom Nikotin ausmacht. Ich glaube auch, der Brambleberry in der Burley Line, der klatscht mehr, wenn du den so fluff baust. Könnte ich mir auch vorstellen. Der hat einfach maximal gedrückt. Vom Nikotin her... glaube ich, dass der Brambleberry in einem Overpack-Setup, was aber noch gut gebaut ist, mehr nikotinmäßig kicken würde als so. Ich glaube, das ist mehr Kohlenmonoxid. Egal, wir haben es mal ausprobiert. Wenn ihr mehr so Experimente sehen wollt, schreibt uns mal in die Kommentare, was wir als nächstes ausprobieren sollen. Ansonsten Daumen nach oben, Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG und euer Mo. Ciao. Mo.